Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux. Prozesse anzeigen, die gerade Dateien auf einen bestimmten Mountpunkt benutzen. Es ist enorm hilfreich, selbst häufig genutzte Kommandos gut zu kennen, wie beispielsweise das PS-Kommando Prozesse anzeigen. Wenn man alle Prozesse sehen möchte, die gerade Dateien auf einen bestimmten Mountpunkt benutzen, hilft das Kommando F-User. F-User ist ein Programm, das alle Prozesse anzeigt, die angegebene Dateien, Sockets oder Dateisysteme verwenden. Das Kommando fuser-c-dev-pts listet alle Prozesse, die --dev-pts benutzen. Das sind hier vier Prozess-IDs, die angezeigt werden. Um mehr über die Prozesse herauszufinden, gibt man ein ps-f voller Anzeige und dann die Prozess-IDs, zum Beispiel 2550, 2557, 5978 und 5983. Enter. Wenn man jetzt noch weiß, dass F-User alle Prozess-IDs nach Standard-Output und den ganzen restlichen Text nach Standard-Error schreibt, kann man beides auch in einem Befehl zusammenfassen. Und man gibt ein fuser-c-dev-pts, dann Pipe-Zeichen, senkrechter Strich, x args, ps minus F. Möchte man nun mehr über die Prozesse herausfinden, lohnt sich ein Blick auf PS3 minus ALPU. Und vielleicht noch die Erweiterung Pipeless, um sich Blatt für Blatt anzuschauen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!